So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 188. Ihr seht, gerade hat Dern und Banta ein kleines Stelldich ein, sind ein bisschen des Weges zusammengegangen. Und wir befinden uns hier bei der ultimativen Beute, bei Zanha, die wir umlegen müssen für den guten Nessingwerry. Ich habe in der Zwischenzeit noch die Flugpunkte schon abgeflogen. Hier oben. Im Nettersturm, im Schergrad und im Schattenmontal, dass wir die mal haben. Das wollte ich euch ersparen, dieses ganze Rumgeflieche. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der guten Stute hier. So. Töre. Ab geht's, liebe Freunde. Ja, auch die haut ganz schöne Kellen raus. Macht doch nichts. Vielleicht doch was, aber mit ein bisschen Geduld sollten wir die auch hinbekommen. Nur die betäuben. Können wir. Damit sie uns nicht stört. Doch hier wieder den machen. Und ab geht's. Zwei Streitkolben erhöhen wir auch gerade wieder. Sehr gut. Und nochmal heilen. Wie gesagt, kein Risiko eingehen. Sicher, sicher. Alles in Butter. Nur die Schwiegermutter. Verlumpt. So, wir haben ihr Herz gebrochen. Sozusagen. Boah, könnten wir eigentlich die Krieger und die Magier auch gleich erledigen. So wie. Dann machen wir das aber beides da oben. Erst hier und dann hier und hier. Nee, Gott, Dern machen wir nicht. Denn wie gesagt, ich habe keine Gruppe für Dern. Das sieht jetzt auch ein bisschen aufgeräumter aus. Na, das bringt mir ein Gebüsch. Und Bündelung der Macht. Wie gesagt, könnten wir mal im Auktionshaus nachgucken. Ob wir da was finden. Das hier ist ja, wie gesagt, die Beschäftigung für die einsamen Winterabende. Höllenfeuer, Zitadelle. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Schauen wir mal. Da können wir jetzt eigentlich wieder das reinmachen. Das passt dann schon. Sehr schön. Schwuppdiwuppdi und essen. Ach ja, wir können hier mal unsere Aura ändern in die Aura. Bedumm. Da könnten wir jetzt die Kirsche gebrauchen, ne? So, können wir 5 Minuten unter Wasser schnaufen. Ja, wo ist er denn? Der Warschuhn? Der ist normalerweise da hinten. Oder ne, da unten ist er normalerweise. Ja, siehst du mal, wir sind nämlich nicht die einzigen. Aber wir holen uns dann gleich mal Adamantit. Sehr gut. Schnappen mal noch ein paar Seewoger. So lange, bis der wieder respawned ist.
300, sehr gut. Kommen wir langsam wieder in den Bereich. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis der wieder da ist. Was, da oben ist ja noch einer. Also jetzt hier. Ja, ja, komm her. So. Ja, wir bräuchten sie nicht zwingend. Wir könnten noch einfach weitergehen, aber passt schon. GameTube macht ja zurzeit einiges mit dieser Virtual Reality Brille. Also, meine Güte. Schon heftig. Ich denke, das könnte das Spielerlebnis komplett revolutionieren. Stell dich mal vor, ihr wärt hier tatsächlich mit dieser VR-Brille in WoW drin. Ja, könntet euch umschauen und alles Mögliche. Also, schon heißer Scheiß, ne? Ich hoffe, der kommt, bis wir nicht mehr schnaufen können. Das wäre schon cool, so ein Rennspiel, wo du dann wirklich, wenn du den Kopf drehst, zum Fenster rausschaust und es dir vorkommt, als ob du drin bist. Ach, Hammer. Aber bis das alles massenkompatibel ist, wird es noch eine ganze Weile dauern. Wie gesagt, sie müssen ja noch die Motion Sickness in den Griff bekommen. Sprich, die Bildwiederholraten hochsetzen. Und so weiter und so fort. Also ich denke, ja, so 5 Jahre werden wir wahrscheinlich schon noch mitrechnen müssen, bis die dann tatsächlich in einem Zustand sind, dass sie auch jeder nutzen kann. Ich habe mir schon überlegt, wie das für Brillenträger ist, aber ist ja im Prinzip Quatsch, weil du kannst ja, schätze ich zumindest, dann mal das individuell einstellen. Also die Schärfe. Wenn du die Brille aufhast. Auf deine Dioptrienanzahl dann anpassen eben. So, wir zoomen mal ran, damit wir runter gucken können, wann er kommt. Dann können wir nämlich so lange mal oben schnaufen. So. Falls er kommt. Blub, 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 blub. Blub, blub. Ja gut, da unten ist schon wieder ein Respawn, also könnte der Große eigentlich auch mal kommen. Da braucht nur seine Essenz. Ah, okay. Unter uns habe ich nicht mit ihm gerechnet, gebe ich zu.
Halt, wo bist du denn? Wo kommst du? Was machst du denn? Was tust du denn? Wo bist du denn? Alter. Mach mal hier nicht Faxen, Vogel. Ach so, ich muss den nur töten, nicht looten. Alles klar, war jetzt gerade etwas irritiert. Aber hat ja wohl gereicht, genau. Und den kühnen Angriff, wo wir ein langweiliges Schild bekommen, oder? Ach nee, gar nicht so langweilig. Allerdings ein bisschen mehr Allianz. Ich glaube, wenn du mit einem Löwenkopfschild nach Okrima kommst, kriegst du einen Frack voll. Das kann passieren. Kommen wir da hoch? Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen, oder? Doch? Nein, da kommen wir nicht hoch. So kommen wir da nicht hoch. Da hinten kommen wir hoch. Was richtig machen, kommen wir da hinten hoch. Und hüpf! Hüpf! Also. So wie Flip der Grashüpfer. Ach, sieh mal eine Schau, die Allianz hat sich in Halar eingenistet. Ah, ich bin aber auch froh, wenn wir dann endlich mal zum Dingens kommen, nach Nordend. Wird mal Zeit. Das wird mal Zeit, so langsam. Aber wie gesagt, lange, lange dauert es ja nicht mehr. Ja, Mikrofon verrutscht. Ah, sieh mal einer. Sieh mal einer schau. Sieh mal einer schau. Wen haben wir denn da? Bisschen Magier. Komm doch auch noch her. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Fliegen wir doch da oben rein, direkt, komm, in die Gruppe. Hallo Gruppe! Und nochmal eine reiche Adamantit-Ablagerung, ja sehr gut. Sowas. Dann machen wir das eben so. Ah, ja. Vier noch von denen und einen noch von denen. Es sieht doch danach aus, das könnten wir hier schon abräumen. Die aufhaltbare Macht. Das ist natürlich eine Anspielung auf die unaufhaltbare Macht, die es früher mal gab. Beziehungsweise die früher ein sehr, sehr... Ich schmeiße jetzt die Kriecherbeine weg. Eine sehr, sehr gute Waffe war. Kann ich euch zeigen. Oder war es ein Schild? War es ein Schild oder war es eine Waffe? Fraktionen...
klassisches WoW. Frostwolf-Clan. Nicht lesen, da hin zu verhalten. Nein. Moment mal. Zurück. War doch Alteraktal, Orte Alteraktal. Hier, da muss es doch weitergehen. Nein, ich will kein Lesezeichen hinzufügen. Ah ja, jetzt muss ich doch, dachte ich mir doch. Moment mal, wo war denn? Nein, Zirkel des Szenarios will ich nicht. Sag mal, Frostwolf-Clan, da kann ich umblättern. Kann ich euch nicht mehr zeigen, gibt's nicht mehr. So eine Mano, echt jetzt? Naja, war halt so. So, du kommst her, Schatzi Uzi. Ja, mal hier mal auch ordentlich Schmackes raushauen. So, ordentlich Rums haben jetzt. Fast 260. Mit Buff. Wird Aufgabe erfüllt und ohne Buff sind es noch 250. Ja, gut. Hier. Ups, uns sofort heilen. Gut, dann gehen wir abgeben. Und dann ist nur noch... Halt, wir haben das Ding vergessen hier. Das geht ja mal gar nicht. Da müssen wir mal mitnehmen. Brauchen wir ja später mal. Ja, gab es da noch eine Folge davon? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber tendenziell müssten wir dann nur noch Dörn und die Arena aufnehmen. Gleiche Karawane, die wir drüben schon umgelegt haben. Es gibt also nichts mehr Neues. Da ist ein Gerippe drin. Guck mal hier, archäologische Ausgrabungen. Ja. So sieht's aus. Kraft und Ehre! Ja, wir nehmen den Stab, der gibt am meisten. Ach so, ja klar, dann nehmen wir den Stab nicht, sondern kaufen erstmal ein bisschen Gerümpel. Das bringt ja auch was ein. Herz brauchen wir noch. Okay. Gut. Seid sicher. Dann nehmen wir eben jetzt den Stab zum Verkaufen. Okay. Ja, ich weiß, wo der ist. Lokta. Gucken wir erstmal an, wie er aussieht. Naja, wie ein Lutscher mit Federn dran. Für die Horde. Gut, dann erstmal zum Thron der Elemente, dann rüber zur Nessingberry und dann die diplomatischen Maßnahmen. Da müssen wir sowieso zu Thrall. Ach nee, okay. Wir müssen was töten. Na dann. Oh, die Folge ist aber gleich zu Ende. Also diese Runde werden wir den nicht mehr töten. Das kann ich euch verbindlichst versichern, liebe Freunde. Nicht aufgeben.
Ich geb mir. Nach einem gründlichen Waschgang ist dieses Stück recht dienlich, wenn auch etwas zu schlapprig. Stärke 27 Ausdauer. Aus der Nähe. Ja, ist in unserem besser. Wir nehmen das mit, was wir waschen können. Bis dann. Okay, hier gibt es keine Folgequest. So, Nessingberry geben wir noch geschwind ab in der Folge. Und dann machen wir finito. Dann überlege ich mir, was wir in Folge 189 machen. 38%. Hey. Der Witzka. Gleich zwei nebeneinander oder sehe ich das falsch? Nee, ist plus eins. Hat so ausgesehen. Doch, sind zwei. Wahnsinn. Das bräuchte ich für Teufelseisen, liebe Freunde. Für Adamantit im Moment noch nicht. Ich war vorhin auch noch mal kurz beim Flugmeister, also das schnelle Reiten kostet noch immer 5000 Gold. Bedeutet, können wir uns nicht leisten. Wir müssen langsam fliegen. Gemächlich sozusagen. So. Schön, euch zu sehen. Ja, genau. Wir wollen hier gerne ein Buch von dir. Genau. Dankeschön, Hügel, weiße Elek. Sehr gut. Das ziehen wir auch gleich an. Wir heilen uns zwar recht selten mit Lichtblitz, aber Exorzismus und heiliger Zorn nutzen wir ja auch nicht. Gut, dann war es das erstmal für die Folge. Lasst euch überraschen, was und ob wir irgendwas in der nächsten Folge machen, wo wir uns dann befinden werden. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.